Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Ixion, wo vielleicht schon in 30 Zyklen über das Wohl und Wehe meiner Mission entschieden wird. Nämlich spätestens dann, wenn ich die Zufriedenheit in Sektor 2 nicht wenigstens auf 50% wieder angehoben wird. Mit blumigen Worten wurde mir bereits angedroht, dass es mir dran an den Kragen gehen könnte. Deswegen habe ich vor... The crew's trust in your leadership is falling. Was? Das Vertrauen fällt immer noch weiter? A violent strike has started on board the Tycoon. Schon wieder Strikes? An accident has occurred in the Tycoon. Es passieren sogar Unfälle im Pausemodus, oder was? Ich habe doch extra schon... hier abgeschaltet einiges. Warum ist denn das wieder aktiv? Ja, ausgerechnet wieder hier unten. Die graben sich mit den Streiks auch immer selber das Wasser ab. So, wenn weniger Arbeitskräfte als nötig da sind, ist die Gefahr von Unfällen groß, ja. So, ich bräuchte, sagen wir mal, 60, sagen wir mal, 60 Arbeitskräfte. Ich schicke mal 60 rüber, weil hier geht's noch. Wichtig ist, dass ich die Zufriedenheit drüben erhöhe. So, von 1 nach 2. Na komm, schicken wir mal 60 Leute einfach rüber. Ich weiß, das sind nur Problemverlagerungen, aber was Schlaueres fällt mir hier gerade nicht ein. So, sieht zu, dass ihr mir hier ordentlich Erze ranschafft. Wütend seid ihr. Ich habe ja hier schon Betriebe stillgelegt, also mehr ist aktuell hier aus meiner Sicht nicht drin. Population transfer complete. So. Population-Transfer komplett. A sector is being overworked. Jetzt sind die wütend. Aber zu 50% wieder her. Jetzt sind die natürlich wütend. Und hier sind die Bedingungen dafür aber optimal. Kann ich denn, so warte mal, Bevölkerung, Kryonikzentrum. Passt denn hier nicht noch irgendwo so ein Ding hin? Ich glaube, ich möchte, dass schneller aufgetaut wird. Hier. Das würde ich für eine ganz hervorragende Idee halten. Und so machen wir das auch. Hier kommt ein weiteres Kryonikzentrum hin. Oh, drei Elektronik. Oh, ich habe noch drei Elektronik. Hahaha. Okay, hohe Baupriorität. Dann machen wir hieraus mal kurzzeitig Elektronik. Und dann hier Sektor 1, 0, Sektor 2, 3. Und da hier alles optimal ist, könnt ihr hier auch weiterarbeiten.
weiß, dass ihr wütend seid. Aber das geht mal einen begrenzten Zeitraum. So, Lebensmittel, alles voll. Warum bekommt ihr hier nichts ab? Da wird ja nie was anderes drin gelagert. Also, ein bisschen rüber. Ja, keine verbundene Halde mit genug Legierung, ich weiß. So, Rumpfreparatur. So, möchte ich einmal ausschalten, das Material hier. Hier ins Kryonikzentrum reinfließt. So, und jetzt machen wir den Transfer so in 10er Schritten langsam zurück. An accident has occurred in the Tycoon. Hatte ich schon erwähnt? Blöde Unfälle. Okay, Mehrarbeit, neutral, das geht noch. Unzufrieden, Überstunden. Jetzt glaube ich, jetzt habe ich es ganz gut aufgeteilt. Wobei das Vertrauen hier immer noch weiter sinkt. So, hier müssen wir nochmal die Geschichte mit der Legierung, den kleinen Trick hier machen. Null. Alles rüber. Population transfer complete. So, warum das Ganze? Alles hier rüber, damit das Kryonikzentrum gebaut wird mit der letzten Elektronik, die mir aktuell zur Verfügung steht. So, hier kann ja ruhig ein bisschen was gelagert bleiben, das ist ja kein Problem. So, hier sind noch Kapseln gelagert. Auch kein Problem. Aber hier, das wäre super, wenn es hier schneller vorangeht. Wie sieht es denn hier wieder aus mit meiner Flotte? So, es ist auch bald kein FE mehr zum Abbauen da. Aber zum Abholen. Ich denke aber, es reicht, wenn sich da gleich nur noch ein Schiff mit beschäftigt. Obwohl andererseits... Es soll eh alles eingesammelt werden. Ich könnte vielleicht noch einmal nach seltenen Materialien suchen. Was bringt mir denn was? Nee. Ja, höchstens noch hier für Polymer. Das würde mir vielleicht noch was bringen. Lass mal gucken. Was anderes. Eisen. C. Wir brauchen C.
Und ich sehe aktuell nicht, dass wir hier noch irgendwas finden. Also schon, dass wir noch irgendwas finden, aber... Ja, irgendwann geht einem natürlich das Material aus, ja, ne? Und auch die Forschungspunkte, dass man nicht mehr weiterkommt. Man hat also nicht die Option, hier zu bleiben. Hier dann dieses Tote-Erde-Syndrom oder wie es heißt. Das macht das Ganze auch nicht leichter. Okay, wir starten keine Sonne. Das verbraucht nur unnütz Material. So, jetzt ist gleich das nächste Kryonikzentrum fertig. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Natürlich braucht das jetzt auch wieder Arbeitskräfte. Das soll mich aber mal nicht stören. So, hier kann es weitergehen mit der Rumpfreparatur. Jetzt muss ich doch erstmal wieder die Legierungslager auffüllen. Nicht die Regierungslager, sondern die Legierungslager. Und die Chefs von einer Legierungsfabrik befinden sich aber während ihrer Dienstzeit nicht in einer Legislaturperiode. Das ist nochmal wieder was ganz anderes. So, einer ist obdachlos. Macht nichts, wir schicken ja jetzt mal wieder 20 rüber. Mindestens bis wir in Sektor 2 wieder im Optimalzustand sind. Was ist hier los? Achso, hier ist noch kein Material zugewiesen. Das kann auch erstmal so bleiben. Nein, keine Elektronik. An accident has occurred in the Tycoon. Was? Ach. Ein Unfall im Krankenhaus sorgt dafür, dass das ganze Krankenhaus einen Tag nicht funktioniert. Population transfer complete. So, das Vertrauen steigt langsam wieder. Na bitte. Es könnte doch glatt was werden. Haltet doch das Video gerne mal an und schreibt eure Wetten in die Kommentare, ob wir diesen Streik hier überstehen. Beziehungsweise, ob wir die Vertrauenskrise überstehen. Auch ein schöner Name für eine Folge, ne? Vertrauenskrise. Okay, also. Bisschen Silizium, bisschen Helium. Ja, Kohlenstoff ist das da gewesen. Polymer kann auch nicht mehr umgelagert werden. Na gut, machen wir noch ein Polymerlager hier.
Und wir könnten mal den Abfall lagern. Ach, das. Ich muss ein Dekret für einen Sektor erlassen, um Abfall verwalten zu können. Ach komm. Ich dachte, da kann man einfach Gebäude bauen, die den Abfall verwenden. So einfach ist das dann wohl doch nicht. Ich muss zur Abfallverwaltung ein Dekret erlassen. Jetzt ist aber gut. Gerade hat die nette KI gesagt, no more resources available to mine. Also sind wir mit dem Abbauen schon mal durch. Solange wir keine weiteren Sonden schicken. Was ich nicht vorhabe, jetzt geht es also nur noch ums Einsammeln. So, lass mal auf die Lagerflächen gucken. Solange hier die Metalllager nicht voll sind, bleibt das die Top-Priorität. Beziehungsweise so langsam bekommen wir einen kleinen Metallvorrat hier. Oder Legierungsvorrat, da bin ich ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Ich habe gerade mal hochgerechnet. Noch 13 Zyklen habe ich, um 50% wiederherzustellen. Pro Zyklus kommen 1,2% dazu. So, 10 sind 12. 40, 41, 42, ja, 43, 44. Dann wird das ganz knapp nicht klappen mit den 50%, wenn es bei 1,2 bleibt. So, 10 Obdachlose, das wollen wir natürlich nicht, ne? Schickt mal wieder 20 rüber. So bedeutet aber auch 30, 40, 50, 60, so 70. Boah, ich muss ja noch mindestens ja 5 Häuser bauen. Wo bauen wir die denn hin? Ich würde sagen, hier an den Außenrand. Da fehlt mir wieder irgendwo der Platz, ne? Hier unten ziehen wir die rein. Hier hin. 1, 2, 3. Hier. 5. Komm, gleich noch eins. Also wenn schon hier, ah gut, dann werden die Leute unzufrieden hier. Dieses eine Ding, was man da erforschen konnte, ne? Das erscheint dann hier gleich wieder in einem ganz anderen Licht. Hier Zellenquartiere. Bis zu 125 Bürger mit minimalster Qualität. Was kann man noch dazu erforschen? Wenn es nicht unbedingt sein muss, minimalste Qualität. Also wenn es nicht sein muss, ich liebe euch allerdings ein bisschen damit, weil ich verdammt viel Platz hier verbrate für die Buden. Ihr könnt euch doch in den größeren Gebäuden abwechseln, oder? Und ansonsten in einmal zwei Quadratmeter oder sagen wir mal 4 Quadratmeter für jeden wohnen, oder? Hauptsache und schön flach wohnen wie im MRT. Rein in die Röhre. Gibt es solche Hotels, oder? Auch, wo man nur so ein kleines Kästchen hat, wo man drin schlafen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Tendenziell würde ich jetzt mal Japan raten, bin mir da aber nicht ganz sicher. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie viele Quadratmeter dürfen es denn für euch sein? Population transfer complete. 1,1.
Ich krieg's nicht viel besser hin. Das wird eine negative Auswirkung haben, aber ich glaube, hoffe doch, dass ich hier nicht sofort von Bord gefegt oder sonst etwas werde. So, jetzt können wir uns aber zum Abschluss der Sendung ja nochmal überlegen, was ist denn sinnvoll zu erforschen? Das Legislativzentrum. Gut. Erhöht. Datenabwehrzentrum. Schaltet die Fähigkeit frei, innerhalb eines Sektors Dekrete anzuwenden, um Krisen vorübergehend zu lösen. Verfolgt Sektorspezialisierung. Nee. Zellenquartiere, Getreidefarm, Pilzwand. Wandelt Abfall in Nahrung um. Aber ich kann ja keine Nahrung lagern ohne ein Dekret. Das ist doch Quatsch. Oder? Denke ich da gerade falsch? So, aber auch die Abfallaufbereitung und diese ganzen Geschichten, also die brauchen doch ein entsprechendes Lager, sonst geht's doch nicht. Siedlungszentrum. Was können wir denn mit dem Rumpf machen? 20% weniger Schaden. Gut, das geht alles nicht momentan. Und der Antrieb. Stanford-Verbesserung. Die maximale Geschwindigkeit der Station ist um 30% erhöht. Brauche ich nicht. Das ist ja nur für den Sektorenflug. So, die Halde. 10% mehr Ressourcen. Ja. Die Andockbucht. 10% schnellere Raumschiffe. So, Gewebeschnittstelle. Baugeschwindigkeit erhöhen. Reparaturgeschwindigkeit erhöhen um 5%. Das ist alles nicht so. Nicht so. Kosten senken. Was ist denn hier? Kann ich ein Zentrum für alternatives Leben was machen? Das ist alles nicht freigeschaltet. So, ich könnte höchstens noch hier Gebäude zur Stabilitätsverbesserung oder welche bauen. Ich kann aber nur eins insgesamt bauen, ja? Also das ist, jetzt mehrere in einen Sektor zu bauen, wäre, glaube ich, eine ziemliche Verschwendung. Und ich kann auch nichts davon bauen, weil das alles Elektronikteile verbraucht. Mist! Haben wir denn noch irgendwo Elektronikteile? Nein. Ich könnte eine Fabrik bauen. Ne? Das verbeißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Ich bin wahrscheinlich einfach zu schnell gewachsen. Na ja, gut, ich werde mir bis zur nächsten Folge überlegen, wie es weitergehen kann, soll und darf. Es bleibt spannend. Gesichert oder sagen wir mal die Katze im Sack haben wir hier noch auf gar keinen Fall. Ja, und bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.